Heute vergleiche ich das Huawei P40 Lite 5G mit dem Samsung Galaxy A52. Nach dem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich vergleiche die Unterschiede der Daten von beiden Geräten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Handys. Design. Beim Punktdesign ist das Galaxy A52 mit 81 zu 38 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. Ist staub- und wasserdicht, Spritzwasserfestigkeit, 0,2 mm dünner, 2,4 mm kürzer und 3,6% geringeres Volumen. Das P40 Lite 5G kann auch punkten mit folgendem Vorteil. 0,1 mm schmaler. Bildschirm. Beim Punktbildschirm ist das Galaxy A52 mit 65 zu 50 Punkten eindeutig vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen. Besitzt bruch- und kratzfestes Glas, OLED bzw. AMOLED Bildschirm und Bildschirm ist immer an. Das P40 Lite 5G kann auch punkten und hat folgende Vorteile. Besitzt ein IPS-Panel und verfügt über ein HDR10-fähiges Display. Leistung. Beim Punkt Leistung gewinnt das Galaxy A52 deutlich mit 80 zu 71 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus. 2 GB mehr Arbeitsspeicher, 128 GB mehr interner Speicher und hat NX-Bit. Das P40 Lite 5G hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile. 6,4% schnellerer Prozessortakt, 1 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 350 MHz schnellere GPU-Taktfrequenz und 267 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit. Kameras. Bei der Kategorie Kameras ist das Galaxy A52 mit 74 zu 66 Punkten deutlich vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen. 13,2% mehr Megapixel der Hauptkamera, zweifach mehr Megapixel der Frontkamera, verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, es hat eine Doppelobjektivkamera und hat Laser-Autofokus. Das P40 Lite 5G hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile. Eine Blitz-LED mehr und 9,1% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Audio. Bei der Kategorie Audio ist das Galaxy A52 mit 62 zu 31 Punkten eindeutig vorne. Es sticht hier durch folgenden Vorteil heraus. Hat eingebaute Stereo-Lautsprecher. Akku. In der Kategorie Akku ist das Galaxy A52 mit 59 zu 56 Punkten knapp vorne. Es schlägt sich hier bei folgendem Merkmal besser. 12,5% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften kommen beide Produkte auf 82 Punkte. Bei folgenden Eigenschaften hat das P40 Lite 5G bessere Werte vorzuweisen. 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, unterstützt 5G und benutzt eine 3D-Gesichtserkennung. Das Galaxy A52 hat bei folgenden Merkmalen überlegene Werte vorzuweisen. Unterstützt ANT+, hat Sprachsteuerung und hat Bluetooth aptX. Ergebnis. In der Gesamtwertung liegt das Samsung Galaxy A52 mit 73 eindeutig vor dem Huawei P40 Lite 5G mit 60 Punkten. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Produkte unter dem Video verlinkt. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn euch eine Produkteigenschaft fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch unbedingt, für welches Handy ihr euch entschieden habt und warum.
Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.